Hallo Leute, heute kommt ein Video über den Schwerbehinderausweis, kurz gesagt GDB, das ist die Abkürzung von den Schwerbehinderausweis. Und heute will ich mit euch gerne mal darüber reden, wird man denn eigentlich dann anders behandelt, wenn man sich einen Schwerbehinderausweis beantragen tut? Zum Beispiel, ich hatte jetzt irgendeinen Unfall oder irgendeine psychische Erkrankung erlitten oder eine andere Erkrankung, wie zum Beispiel eine Autoimmunkrankheit, und ich sei damit langfristig, sag ich mal, eingeschränkt, körperlich, wohl geistig oder auch wegen anderer Faktoren. Und ihr überlegt euch jetzt, soll ich mir so einen Behindertenausweis beantragen, aber ihr habt jetzt Angst, werde ich unbedingt sofort anders behandelt. Dazu kann man auf jeden Fall ganz klar sagen, ja, man wird unter Umständen schief angeguckt, wenn man so einen Schwerbehinderausweis hat. Die Schwerbehinderausweise beginnen ab 50%, die sind dann immer grün, die sind dann komplett grün, und ab 100% ist der grün rot. Das zeigt halt eben den Draht, wie stark genau ihrem Leben eingeschränkt sind. Dann sind da gewisse Merkzeichen drauf, wie AG oder auch andere Dinge. Als Begleitung steht da nochmal extra ein B drauf. Das bedeutet, dass ich auch bei gewissen Tätigkeiten, also bei fast jeder Tätigkeit, ob Schwimmbadbesuch oder Kinobesuch oder andere Tätigkeiten, dass eure Begleitung, das muss nicht unbedingt ein Betreuer sein oder eure Familie. Das kann zum Beispiel irgendjemand anderes sein, der volljährig ist. Ob man jetzt anders behandelt wird, kommt ganz darauf an, was ihr jetzt haben sollte. Wenn ich zum Beispiel jetzt keine geistige Behinderung habe, weil bei mir zum Beispiel hört man die geistige Behinderung ja ganz einfach raus, durch meinen Sprachfehler, den ich ja habe. Den hört man ja ganz leicht. Und viele kommen da an, zum Beispiel, hä, bist du Ausländer? Was für ein Dialekt ist das? Oder zum Beispiel, ich kann zum Beispiel weder lesen noch schreiben, lerne zum Beispiel eine neue Freundin kennen, die damit nichts zu tun hat, wirklich gar nichts. Und ich bin dann bloß in einem Restaurant mit ihr und ich bestelle zum Beispiel, weil ich da noch nie war natürlich, im Normalfall halt, wo ganz anderswo, wo total was anderes draufsteht, kann es sein, dass ich zum Beispiel genau selber bestelle und das immer und immer wieder. Dann kommt er in Gespräch, hey, wieso bestellst du nicht mal was anderes? Mach doch mal, hol dir doch mal ein anderes Gericht zum Beispiel. Weil man einfach Angst hat, boah, ist ja komisch zu mir, denkt die, hä, nee, ich will mit niemand zusammen sein, der keine, der eine Behinderung hat zum Beispiel. Das sind so die Ängste, die zum Beispiel viele Menschen mit einer geistigen Behinderung haben, so wie mein Fall zum Beispiel ist. Auf jeden Fall ganz schwierig, mit umzugehen. Natürlich bin ich mittlerweile viel, viel offener dafür. Wenn einer, hey, kommt, sagt, hey, bist du behindert? So, sage ich so aus Witz halt, jo, ich bin behindert. Wisst ihr? Wenn man damit offen umgeht, ist es einfach wesentlich einfacher. Echt halt eben für die Person, die das sieht, die damit wirklich nichts in weite Ferne irgendwas mal zu tun hat oder mitbekommen hat, denkt die dann, spinnt der? Weil die hat das wahrscheinlich noch nie gesehen. Wenn man ausgeht, sitzt ihr im Rollstuhl oder habt eine geistige Behinderung, wie ich schon gesagt. Ob man den Ausweis vorzeigt tut oder nicht, kommt darauf nicht an. Man sieht die Behinderung einfach, die ist ja da ja offensichtlich. Daher wird man bei gewisse Leute, die damit nicht umgehen können, wird man auf jeden Fall anders behandeln. So ist meine Erfahrung her. Aber ihr müsst euch überlegen, wo zeigt man den Ausweis normalerweise vor? Normalerweise, wenn ich zum Beispiel kostenlos Zug und Bahn fahren wollt, zeigt man davor, ist der eine Punkt. Oder wenn man kostengünstiger ein Schwimmbad rein will mit einer Begleitung oder ein Kino. Ihr müsst es zwar auch da nicht vorzeigen, das ist ganz klar. Nur dann müsst ihr auch den vollen Preis bezahlen, weil ihr den nicht vorgezeigt habt und die Verkäuferin dann nicht wissen kann, dass ihr einen Schwerbehinderausweis besitzen sollte. Wenn ihr kostengünstiger reinkommen wollt, müsst ihr den Ausweis vorzeigen, also vorlegen.
dann kommt ihr auf jeden Fall kostengünstiger rein. Die Begleitung ist sogar meist komplett umsonst mit drin oder einfach nur kostengünstiger. Das sind so einige Voraussetzungen, kommt immer darauf an, was für Merksätze drauf sind. Auf jeden Fall, wenn ihr keine offensichtlich körperliche oder geistige Behinderung habt, wie zum Beispiel ein Sprachfehler, der hört man halt eben normalerweise, kann es dazu kommen, dass man halt eben ohne der Ausweis vorzuzeigen anders behandeln wird. Wenn ich zum Beispiel einfach nur eine Autoimmunkrankheit haben sollte oder irgendein psychisches Problem, was tief in eurem Kopf verankert ist, die sieht man ja nicht. Und da ist der Grund, dann wird man auch nicht unbedingt anders oder davor anders behandeln, auf gar keinen Fall. Wenn ich zum Beispiel keine körperliche Einschränkung oder eine geistige Einschränkung habe, sondern nur ein psychisches Problem, hier eure Kopf halt, wird man ganz klar auch mit so einem Ausweis nicht anders beantragt. Es kann natürlich vorkommen, dass zum Beispiel dumme Bemerkungen kommen sollte, wenn dann der Ausweis vorzeigen tut, zum Beispiel bei kostenlos Zug- und Bahnfahren, man weiß dann, die Leute sind alle unterschiedlich. Normalerweise sind die Leute ja immer nett und machen nichts daraus. Aber stell mal vor, ist zum Beispiel eine Praktikantin, die da einfach Aushilfe ist und die macht dann einfach eine dumme Bemerkung. Kann natürlich vorkommen. Aber im Prinzip wird man allein durch den Schwerbehinderungsausweis, also GBD, nicht anders behandelt. Es kann natürlich sein, wie schon gesagt, dass ihr irgendwie eine dumme Bemerkung bekommen tut, wenn ich zum Beispiel einen Ausweis vorzeigen tut. Aber in der Regel, die Leute arbeiten da, die bekommen vielleicht sowas öfters zu sehen, so einen Schwerbehinderungsausweis. In der Regel würde er nicht anders behandeln. Das wäre für die Leute, wie die Bahnfahrt zum Beispiel, rufschädige, wenn die euch da anders behandeln würde. Anders wiederum sieht es aus, wenn ihr zum Beispiel irgendwo arbeiten wollt. Und ihr dann halt eben, ich weiß nicht, wie er genau gesetzlich ist, ob man den da vorzeigen muss oder halt eben nicht. Wenn natürlich so ein Arbeitsvertrag drinsteht, habt ihr irgendwelche Behinderung oder körperliche Einschränkung, dann sollte man dies auf jeden Fall mit angeben. Zum Beispiel, ihr habt eine psychische Erkrankung und ihr könntet deswegen häufiger ausfallen, müsst ihr dies auf jeden Fall angeben. Aber kann natürlich sein, wenn ihr dies dann machen sollte, dass natürlich bei einigen Arbeitgeber oder einigen Chefs nicht so besonders gut ankommt, weil die wolle vielleicht einfach keine Menschen mit Behinderung oder irgendwie, guck mal hier, Schwerbehinderungsausweis. Ich denke so, der ist schwerbehindert. Nee, den wollen wir bestimmt nicht. Der ist bestimmt sehr, sehr oft krank. Das wollen viele Arbeitgeber nicht. Die wollen gerne Leistung, Leistung, Leistung und so läuft das Ganze da ab. Natürlich kann er viele unterschiedliche Dinge oder Möglichkeiten geben, dass euch Leute deswegen anders behandeln, aber ist nicht zwangsläufig den Fall. Also ich persönlich würde mir so einen Ausweis sehr gut beantragen, weil die Vorteile sind zum Beispiel, wenn ihr einen GBD 100% Ausweis haben sollte mit einem B als Begleitung, könnt zum Beispiel kostenlos Zug und Bus fahren, aber nur dafür müsst ihr noch ein extra Zugticket, damit könnt ihr Zug und Bus umsonst fahren. Da muss ein extra Ticket beantragt werden. Bei mir zum Beispiel kann ich den umsonst beantragen. Manch andere weiß nicht so genau, wie er ist, müsst ihr euch dann selber mal rüber informieren. Manch andere müsst ihr gerade im Jahr 60 Euro dafür bezahlen, im Jahr. Für ein Jahr, für eine Zugfahrkarte im Jahr, für normale Menschen ist dies zum Beispiel wesentlich teurer. Bestimmt so 200 Euro bestimmt im Jahr. Und für Menschen mit Behinderung, mit so einem Ausweis, mit gewissen Merksätzen, auf jeden Fall deutlich günstiger, vielleicht sogar komplett umsonst. Auf jeden Fall, das war das Video über den Schwerbehinderungsausweis. Hoffentlich konnte dies euch weiterhelfen über die Nachteile und Vorteile von so einem Ausweis.
hat natürlich auch viele mit sich oder man hat Angst, dass man irgendwie anders behandeln wird. Und gewisse Dinge. Das sind so meine Erfahrungswerte, die ich euch jetzt weitergeben konnte. Und hier verabschiede ich mich mal und bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.